Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's der Alex, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. eBay hat an den Kontoeinstellungen im Design etwas verändert. Und viele Nutzer finden nun die speziellen Einstellungen nicht mehr, wo sie zum Beispiel Rechtstexte, Impressum und so weiter einfügen können. Ich löse dieses Rätsel auf, ich zeige euch das neue Design, zeige euch, welche Einstellungen ihr wo einstellen könnt und wo sich gewisse Einstellungen verstecken. Das alles in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, eBay hat tatsächlich was am Design bei den Kontoeinstellungen verändert. Das Ganze schauen wir uns heute an. Also ich habe schon einige Nachrichten bekommen, dass da Nutzer etwas nicht finden. Und das möchte ich mit diesem Video einmal für alle zeigen, wo wir was finden. Solltest du dennoch mit diesem Video diese Einstellung, die du suchst, nicht finden, dann gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst. So verpasst du auch kein weiteres Video mehr, wenn du die Glocke drückst. Und ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay zu erleichtern. So, wir beginnen einfach mal. Normalerweise geht man ja über den Kontonamen hier auf Kontoeinstellungen, dann kommt man hier auf diese Maske hier und dann hat man hier die Kontoeinstellungen, wo man dann auf Einstellungen klickt. Und ihr seht es hier, wir haben tatsächlich ein neues Design. Das Ganze ist etwas übersichtlicher geworden auf jeden Fall und für den einen oder anderen auf jeden Fall erstmal gewöhnungsbedürftig, weil es früher ja so aussah. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit, das klassische Design noch bis Ende April zu nutzen. Und ich kann mal dir zum Vergleich zeigen, wie es aussah, falls du das alte Design noch gar nicht gesehen hast. Es war nämlich so hier. Viel Text, viel Durcheinander. Und dementsprechend war das nicht so übersichtlich. Jedoch hat es einen Vorteil gegeben. Das Ganze war hier, wie gesagt, alles offen und aufgeklappt. Und wenn man mal was gesucht hat, dann hat man einfach mal STRG F geklickt. Und wenn man hier zum Beispiel was für Rücknahmen gesucht hat, da hat man direkt schon mal, zack, wurde man drauf geleitet und man wusste direkt, okay, hier muss ich die Einstellung bearbeiten. Aber gut, dann ist irgendwann diese Maske jetzt weg und wir werden nur mit dieser hier arbeiten. Wir gehen die Punkte einfach mal kurz Schritt für Schritt durch. Ich zeige hier, welche Einstellungen zu treffen sind und ich zeige noch andere Einstellungen, die versteckt sind, wenn du Angebote schaltest und spezielle Einstellungen treffen willst, allgemein eigentlich auch relevante Einstellungen, die du hier so nicht findest. Gut, unrelevante Punkte werde ich recht schnell überfliegen, weil es eigentlich selbsterklärend ist und sonst, wie gesagt, die Kommentarfunktion nutzen, da werde ich dann drauf eingehen. So, also Rücknahmen, Einstellungen, das hatten wir ja gerade eben schon, hier können wir das Ganze hier einstellen. Übrigens habe ich dazu schon mal Videos gemacht. Ich packe dir mal die Sachen, wie die hier alle angesprochen werden. Oben in die Infobox kannst du dir gerne die Videos anschauen. Das ist eine Reihe von Videos, wo man Versandeinstellungen, Zahlungseinstellungen und so weiter trifft. Es kann aber auch sein, dass da auch eventuell Dinge sind, die schon geändert worden sind. Das heißt, eBay arbeitet hier ganz schnell an verschiedenen Sachen und die Videos sind schon etwas länger bei YouTube hochgeladen. Dennoch gucken wir hier das nächste an, Einstellungen für noch nicht bezahlte Artikel. Da kannst du halt die Bedingungen festlegen, falls Artikel nicht bezahlt worden sind, was möchtest du tun? Das kannst du halt hier tun. Ja? Dann kannst du zum Beispiel automatischen Assistent einschalten, wo du dann sagst, nach 4 Tagen soll automatisch ein Fall eröffnet werden und so weiter und so fort. So, die nächste Einstellung ist Mehrfachangebote. Wir sehen hier, Angebote bleiben aktiv, wenn der Artikel nicht mehr vorrätig ist. Eine sehr, sehr gute Einstellung. Würde ich dir empfehlen, wenn du Produkte hast, die du regelmäßig mal reinbekommst, wie zum Beispiel durch Reselling, du kaufst ein Produkt günstig ein, verkaufst es auf eBay weiter und dann hast du es aber ausverkauft, dein Bestand ist auf Null. Im Normalfall wird das Angebot direkt beendet und man sieht, man verliert quasi den Ranking, man verliert die Beobachter, die auf das Produkt sich markiert haben und natürlich auch die Anzahl, wie viele Produkte du schon davon verkauft hast. Das ist auch ein großes Indiz dafür für Kunden, dass man sieht, okay, er verkauft davon viel, dann heißt es, er ist seriös und ich würde bei ihm auch kaufen. Und mit dieser Einstellung kannst du das nämlich, dass dein Artikel, wenn er dann auf Bestand 0 ist, nicht direkt beendet wird. Er bleibt im Hintergrund bestehen. Natürlich kann man derzeit nichts kaufen, wenn du 0 davon Artikel auf Lager hast.
Aber dieser Artikel bleibt dann meiner Erfahrung nach etwa 3 Monate bis ein halbes Jahr noch bei dir im Hintergrund bestehen. Wenn du, sobald du wieder ein Produkt davon hast, wieder Bestand auf 1 oder mehr setzt, dann ist er wieder aktiv mit allen Informationen und Zahlen, die du schon vorher gehabt hast. Super Tool, wie ich finde, und das bietet eBay hier ganz klar an. Käufer können sehen, wie viele Artikel du noch übrig hast. Gut, das ist individuell. So, kommen wir zu den nächsten Einstellungen. Das ist für die Käufer, die wir haben. Wir können hier nämlich festlegen, wer bei uns kaufen kann. Da könnt ihr zum Beispiel Bedingungen festlegen. Ihr könnt eine Liste erstellen, wo ihr Käufer sperren könnt. Das heißt, wenn ihr mit Käufern schlechte Erfahrungen gemacht habt und das mehrfach teilweise, dann würde ich an eurer Stelle direkt diese Käufer dann von Käufen eurer Produkte ausschließen. So betreiben die keinen Unfug mehr und ihr seid dann auf der sicheren Seite. So, dann können wir hier nämlich was einstellen, und zwar die Umsatzsteuer-ID. Das ist seit der letzten Nachricht von eBay sehr relevant. Wenn du meine Videos gesehen hast und verfolgt hast, jeder Nutzer muss jetzt eine Umsatzsteuer-ID hier zur Verfügung stellen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass ihr hier diese zur Verfügung stellt. Und natürlich kann man die dann aber auch sehen. Ja? Hier macht ihr die Einstellung. Wenn du mehr Informationen dazu haben willst, blende ich dir hier oben auch nochmal ein Video ein. So, dann kommen wir zur nächsten Einstellung. Das wäre die monatliche Rechnung. Welches Format darfst du dir hier aussuchen? Detaillierte Rechnung, soll die per Mail kommen und so weiter. Gutschriften für das eBay-Konto mit fälligen Beträgen verrechnen. Das kannst du auswählen. Diese Funktion kann man auch deaktivieren, aber würde ich eigentlich machen. Dementsprechend wird dir dann weniger abgebucht auf den Rechnungen. Und sonst haben wir hier noch Einstellungen für gewerbliche Verkäufer. Das betrifft ja die meisten hier, die diesen Kanal verfolgen. Und da können wir natürlich die Möglichkeit haben, wir, wenn wir eine Umsatzsteuer-ID haben, können wir uns umsatzsteuerfreie Gebühren ausstellen lassen von eBay. Das heißt, eBay packt nicht die Mehrwertsteuergebühren drauf, wenn ihr eine Umsatzsteuer-ID vorlegen könnt. Vorsicht hier für Kleinunternehmer bzw. die die Kleinunternehmerregelung anwenden. Ihr dürft das nicht, denn ihr könnt ja keine Vorsteuer ziehen. Dementsprechend ist das für euch nicht möglich. Deshalb steht es auch hier noch dabei, nicht für alle Verkäufer verfügbar. So, und dann haben wir natürlich einen ganz großen Punkt, das sind die rechtlichen Informationen für Verkäufer in Angeboten anzeigen. So, und hier habt ihr natürlich die ganze Palette an Einstellungen, die ihr dann einstellen könnt. Genau hier könnt ihr dann eure rechtlichen Informationen des Verkäufers eingeben. Ihr könnt euren Namen hier, Telefonnummer und so weiter, alles was dazugehört halt eintippen. Erforderliche zusätzliche Angaben, dazu habe ich schon mal Videos gemacht. Genauso wie auch Widerrufsbelehrung, allgemeine Geschäftsbedingungen, Impressum und so weiter. Findet ihr auch alle Informationen unten in der Beschreibung. Da findet ihr auch, wo ihr rechtssichere Texte sehr gut bekommt. Mit einer sehr guten Erfahrung, die ich da sammeln konnte, und zwar beim Händlerbund. Wie gesagt, alles unten in der Beschreibung könnt ihr gerne euch anschauen und dann wisst ihr auch Schritt für Schritt, wo was einzutragen ist. Ja, so viel zu diesen Verkäufereinstellungen. Wir haben aber noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, und zwar bei Zahlungsinformationen können wir auf Zahlungen klicken, denn eigentlich sollte jetzt schon mittlerweile jeder die Umstellung gehabt haben. Wenn nicht, dann würde ich das noch betreffen, und zwar, dass die ganze Zahlungsabwicklung durch eBay abläuft. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht, findest du auch oben oder unten in der Beschreibung. Und bei den Zahlungseinstellungen kannst du natürlich hier das Ganze hier für dich einstellen. Du kannst Zahlungsweisen und Zahlungsmethoden hinzufügen. Du kannst Konten festlegen, auf die die Auszahlung erfolgen soll, aber auch Konten festlegen, mit denen du vielleicht Käufe tätigst. Dann kannst du privat und gewerblich voneinander trennen. Kreditkarten kannst du hier hinzufügen und vieles mehr. Weitere Einstellungen, zum Beispiel Werbeeinstellungen, Einstellungen für Benachrichtigungen und so weiter, sind noch im alten Format tatsächlich geblieben. Ihr seht es hier, und hier könnt ihr natürlich auch alles festlegen. Hier könnt ihr beispielsweise automatisierte Nachrichten an Käufer verschicken, falls die irgendwas anfragen
und vieles mehr. Wer dazu Informationen haben will, muss sich hier einmal kurz selbst durchfuchsen. Sollten dennoch Fragen sein, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. So, nun haben wir natürlich alle Einstellungen treffen können, die relevant sind. Jedoch fehlt uns ja einige Sachen. Wo lege ich denn jetzt fest Versandbedingungen? Wann ich was verschicke, welche Versandkosten auch drauf kommen, mit welchem Versandunternehmen verschicke ich das, wo legt ihr das Ganze fest? Nicht hier, also das ist etwas ein bisschen versteckt und das zeige ich euch gleich, genauso wie auch Zahlungsbedingungen, aber auch Rücknahmebedingungen, das heißt, wie lange hat der Kunde Widerrufsrecht, 14 Tage, ein Monat und so weiter. Das stellen wir nämlich bei Angeboten ein. Das ist etwas versteckt, zeige ich euch aber. Ihr klickt hier oben auf Verkaufen, dann gelangt ihr im Normalfall auch in euer Verkäufer-Cockpit Pro. So, und dann seid ihr hier direkt unter Angebote. Wenn nicht, klickt ihr einmal auf Angebote. Und dann haben wir hier die Rahmenbedingungen, die wir festlegen können. Die können wir beim Einstellen des Produktes natürlich festlegen, aber um sich die Zeit zu sparen, könnt ihr Rahmenbedingungen festlegen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, seht das Ganze so aus wie bei mir. Und dann klickt ihr einfach auf Los geht's und könnt dementsprechend Rahmenbedingungen festlegen, die ihr dann für alle Angebote immer anwenden könnt. Oder ihr habt zum Beispiel Angebote, die ihr mit Paketversand macht und andere Artikel, die ihr mit Briefpost versendet. Dann sind das verschiedene Versandbedingungen, die ihr dann separat festlegen könnt und bei jedem Einstellen des Produktes direkt die Rahmenbedingungen auswählt und dann habt ihr keine weitere Arbeit, die ihr immer wieder machen müsst. Wenn ihr dann auf Rahmenbedingungen geklickt habt, sieht das Ganze hier so aus. Dann könnt ihr nämlich eine neue Rahmenbedingung erstellen und dann habt ihr die Möglichkeit Zahlungen, Rücknahmen, Versand. Wenn ihr auf Zahlungen klickt und ihr habt die neue Zahlungsmethode durch eBay schon, die neue Zahlungsabwicklung durch eBay eingepflegt, dann wird das Ganze hier nicht so aussehen. Denn ich habe hier noch nicht, das ist ein Probekonto und Testkonto, womit ich euch die ganzen Dinge zeige. Und hier habe ich noch die Möglichkeit, eigenes PayPal-Konto festzulegen, per Überweisung die Bankverbindung hinzuzufügen und. Das werdet ihr vielleicht nicht haben. Dennoch, falls es jemand hat, kann natürlich das Ganze hier auch so alles ausfüllen und festlegen. Zuerst einmal müsst ihr natürlich eine Bezeichnung geben, dieser Rahmenbedingung. Das ist auch das mit dem grünen Sternchen gekennzeichnet. Das ist eine Pflichtangabe dementsprechend. Ihr gebt einfach ein, ja zum Beispiel Zahlungen, eBay, ja. Und dann legt ihr das Ganze hier fest und speichert das ab. So, als nächstes haben wir dann die Möglichkeit, dann kommt das natürlich hier drunter. Ich mache das jetzt nicht. Die nächste Möglichkeit wäre Rücknahmen. Da eine Bedingung festzulegen. Auch hier könnt ihr eine Bezeichnung festlegen, zum Beispiel Rücknahmen. Ihr könnt hier auch differenzieren und sagen, diesen Artikel kann der Kunde länger abgeben, einen anderen kann er aber nur 14 Tage Widerrufsrecht in Anspruch nehmen. Ich würde das Ganze euch empfehlen, nicht zu machen. Macht das einheitlich, das heißt, ihr macht alle Artikel für einen Monat Widerrufsrecht. Hier habt ihr übrigens die Möglichkeit, 30 Tage oder einen Monat zu wählen. Bis 60 Tage geht das natürlich. Gesetzlich sind 14 Tage vorgeschrieben. Ich würde euch empfehlen einen Monat, weil so könnt ihr auch irgendwann die eBay Plus Bedingungen nutzen, so dass Käufer bei euch über eBay Plus kaufen können. Damit seid ihr dann bevorteiligt. So, auf jeden Fall legt ihr das Ganze hier fest. Ihr könnt auch als diese Standard, diese Rücknahmebedingung als Standard festlegen. Dann macht ihr das hier über den Klick. Und natürlich akzeptiert ihr als gewerblicher Händler Rücknahmen, das ist Pflicht. Dann wählt ihr zum Beispiel einen Monat. Wer zahlt den Rückversand? In dem Fall könnt ihr sagen, ihr könnt das machen. Dann gebt ihr dem Kunden einen kostenlosen Rückversand. Da freuen sich die Kunden, kostet euch aber Geld. Aber in den meisten Fällen wird hier der Kunde den Rückversand bezahlen. Für international könnt ihr auch dementsprechend das Ganze hier festlegen. Auch hier könnt ihr wählen, wer den Rückversand zahlt. Und hier könnt ihr noch andere Bedingungen einmal kurz beschreiben, für den Kunden zu sehen, was denn bei der Rücknahme zu beachten ist. Auch das könnt ihr dann speichern und dann für jedes Angebot immer wieder anwenden. Und als letztes haben wir dann den Versand, wo wir dann auch Versandkosten und so weiter festlegen, auf jeden Fall hier auch nochmal eine Bezeichnung geben. So, und hier kann man zum Beispiel differenzieren, DHL-Paket
Und bei den anderen Bedingungen könnt ihr dann die Deutsche Post zum Beispiel eingeben, wenn ihr das mit Briefversand macht. So, auch das könnt ihr als Standardbedingung festlegen und ihr könnt hier dementsprechend dann auswählen Pauschalkosten und dann wählt ihr den Versand, die Versandart, also den Dienstleister aus. Ihr könnt hier von verschiedenen wählen. In der Regel verschickt man ja mit DHL und dann könnt ihr hier Versandkosten festlegen. Wenn ihr das Ganze kostenlos machen wollt, was ich euch auch empfehle, dann klickt ihr einfach kostenloser Versand und dann wird das Ganze hier schon mal als 0 gekennzeichnet. So, eine weitere wichtige Sache ist die Bearbeitungszeit. Wenn ihr irgendwann eBay Plus in Anspruch nehmen wollt, dann würde ich euch empfehlen, die Bearbeitungszeit am gleichen Tag zu machen. Das heißt, ihr müsst im Normalfall dann mit den Standardeinstellungen von eBay bis 14 Uhr und am gleichen Tag auch verschicken. So, das ist sehr wichtig. Und sonst habt ihr hier dann auch die Möglichkeit, ja, mehr Tage auszuwählen, beispielsweise ein Tag Bearbeitungszeit, 2 Tage und so weiter. Es geht bis 40 Tage Bearbeitungszeit. Würde ich euch natürlich nicht empfehlen. Umso schneller, umso besser. Das ist meistens auch relevant für die Kunden, dass sie bei euch kaufen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, internationalen Versand auszuwählen. Ihr könnt sagen, nein, ich verschiffe nicht nach ins Ausland oder doch, ich verschiffe ins Ausland. Und dann könnt ihr natürlich hier die Standorte auswählen, genau wo was. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Ganze erstmal ja, vielleicht ausprobieren wollt, ins Ausland zu verschicken, dann würde ich euch auch nur Europa empfehlen mit den anderen Ländern. Erstens sind die Versandkosten zu hoch und dann hat man auch mit Zöllen und so weiter auch noch zu tun. Deshalb würde ich euch empfehlen, hier Europa mit zu nehmen und sonst, ja, sonst lässt ihr das einfach weg. Auf jeden Fall Versandkosten würde ich hier mit angeben und zwar Paket international in den Regel ja, 13, 12, 13 Euro würde ich hier eingeben und Zusatzgebühr jeweils, wenn er mehr bestellt, damit es dann vom Gewicht her und so weiter passt, dann gibt ihr hier dann einfach 3 Euro zusätzlich ein oder so. Müsst ihr natürlich mit eurem Versanddienstleister absprechen. Und ja, das legt ihr dann dementsprechend fest. Auch könnt ihr hier eine Versandtabelle zur Verfügung stellen, die ihr erstellen tut mit den jeweiligen Versandkosten, wie sie sich dann strukturieren. So, und das Ganze könnt ihr natürlich auch nochmal hier machen, wo Länder, die ausgeschlossen werden sollen, könnt ihr auch festlegen. Dementsprechend habt ihr auch hier die Möglichkeit dazu. Dann speichert ihr das Ganze und so habt ihr dann dementsprechend eure Bedingungen festgelegt, die ich jetzt nicht festgelegt habe, sonst wären die hier drunter aufgelistet in dieser Tabelle und dann habt ihr schon die hauptsächlichen Einstellungen getroffen. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich und du konntest hier einige Einstellungen treffen für dich, die du vorher nicht gefunden hast. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video dazu einen Daumen hoch gibst. Das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Wie gesagt, falls du noch Fragen hast und irgendwelche Einstellungen nicht treffen kannst oder nicht findest, dann gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei den Einstellungen, beim Verkaufen und alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ciao.